erstens fallen die nicht auseinander. Wie gesagt, ich habe immer das Problem, ihr kennt das wahrscheinlich auch, oder bei euch ist das ähnlich so, dass wenn man Fischstäbchen in der Pfanne macht, dann sind die erstmal viel fettiger, weil man viel mehr Öl braucht. Und meistens kleben sie dann irgendwie an der Pfanne fest oder sie fallen auseinander oder sonst was. Das funktioniert in der heißen Fritteuse viel, viel besser. Grundsätzlich aber finde ich, bei Kindern mag das vielleicht noch egal sein, aber mir persönlich schmeckt es besser, wenn man Fischstäbchen auch ein wenig so mit einer Ölflasche so eine Mühschicht an Öl drauf gibt, weil die sonst sehr trocken werden. Das gilt wahrscheinlich generell für alle Fleischsorten in der heißen Fritteuse. Ganz ohne Öl, genau wie bei Pommes, geht es dann auch nicht so. Und ich würde jetzt sagen, ich kann den Adler jetzt anfassen und wir gucken mal von allen Seiten genau hin. Also von oben sieht es ja schon mal sehr schnieke aus. Also da kann man jetzt nicht meckern. Schön knusprig auch. Und wir drehen mal um. Ich habe es jetzt ja, wie gesagt, nicht gewendet. Und so sieht es jetzt aus, wenn man es von unten macht. Er sagt, durch ist es auch, aber er sagt, aber hier ist eh sowieso am wenigsten Fleisch dran. Deswegen